Ja, irgendwie ist es wirklich verhext mit der dunklen Materie. Sie ist einfach nicht aufzuspüren. Zwar können wir sie immer wieder beobachten, zum Beispiel durch Gravitationslinsen, also Verzerrungen des Lichts hinter der dunklen Materie. Es muss sie also irgendwie geben. Aber noch kein einziges Teilchen der dunklen Materie wurde gefunden. Und das soll jetzt anders werden. Ein Forschungsteam hat jetzt einen Empfänger für die Wellen dieser Teilchen konstruiert. Er soll den Durchbruch bringen. Jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Verdammt nochmal. Das kann doch einfach nicht sein. Wir wissen, dass es sie gibt, aber wo ist sie? Noch kein einziges Teilchen der dunklen Materie wurde bisher gefunden. Höchst verdächtig die WIMPs, die Weakly Interacting Massive Particles, also die schwach interagierenden massiven Teilchen. Der Name liefert schon die Erklärung dafür, warum diese hypothetisch, also nur vermuteten Teilchen nicht gefunden werden. Sie interagieren nur sehr schwach mit anderen Teilchen. Kein Licht, keine chemischen Reaktionen. Einfach nur sehr, sehr wenig, wenn es sie überhaupt gibt. Doch die Physik gibt nicht auf. Laut Quantenphysik gibt es ja nicht nur Teilchen, sondern auch Wellen. Und zwar gleichzeitig. Ein Teilchen ist eine Welle und umgekehrt. Das berühmte Doppelspaltexperiment zeigt das ziemlich beeindruckend. Lasse ich Licht durch zwei Spalten fallen, verhalten sie sich dahinter wie Wellen. Sie bilden Interferenzen dahinter wie Wellen und keine Schatten. Messe ich dagegen, durch welchen Spalt die Lichtteilchen fliegen, dann gibt es keine Interferenzen, sondern die beiden Spalte werden dahinter projiziert, also abgebildet. Es sind Teilchen, die durch die Spalten fliegen. Also total verrückt. Für die Teilchen der dunklen Materie bedeutet dies, dass sie nicht nur durch Teilchendetektoren gefunden werden können, sondern eben auch durch Wellendetektoren. Und genau den, einen solchen, haben US-Forscherinnen und Forscher jetzt gebaut. Ein dunkle Materie-Radio. Die WIMPs, die müssten ja eigentlich durch die ihre Gammastrahlung entdeckt werden können, die bei ihren Kollisionen entsteht. Bisheriges Ergebnis: Null. Deshalb wird jetzt nach leichteren Teilchen gesucht, beziehungsweise deren Wellen. Sogenannte Axionen oder dunkle Photonen, also Lichtteilchen, die allerdings kein Licht transportieren, ihre Wellen sollen jetzt detektiert werden. An der Stanford University wurde jetzt der Prototyp eines solchen Detektors entwickelt. Noch kann er nur in einem sehr engen Frequenzbereich suchen, aber er soll schon bald erweitert werden. Zitat: Es ist großartig, dass wir dieses neue Detektorenkonzept mit einem Instrument ausprobieren können, das relativ wenig kostet und kaum Risiken birgt. Das sagt Aaron Phipps vom Cavell Institute. Also keine Riesentechnik, sondern ein ganz einfaches Instrument, das sogar nicht mal groß vor kosmischer Strahlung geschützt werden muss. Das geschieht mit einer dünnen Schicht aus supraleitendem Material. Und auch beim Empfängermodul kommt Supraleitung zum Einsatz in Form eines supraleitenden Quanteninterferenzgerätes. Es wird mit einem besonders rauscharmen elektronischen Verstärker kombiniert. Ob es damit endlich gelingt, die Teilchen oder Wellen der dunklen Materie zu entdecken, es wird spannend. Oder besteht die dunkle Materie doch aus etwas ganz anderem? Ihr werdet es hier auf jeden Fall bei Klicks und Science and Fiction erfahren. Mir einfach ein Abo aufs Auge drücken, damit ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpasst. Und nicht vergessen, den genau auf die Glocke. Dann gibt es nämlich immer einen Hinweis, wenn es ein neues Video gibt. Und hier geht es weiter mit einer sehr spannenden These. Dunkle Materie, Rätsel gelöst. Spielen schwarze Löcher eine Rolle? Unbedingt anschauen und draufklicken. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.